Manchmal ist es ein bisschen schneller, ist wieder ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, woran es liegt gerade. Also lecken tut's nicht. FPS bleiben eigentlich stabil. Ich habe die ja immer im Augenwinkel ein bisschen. Autsch. Wir haben ein Herz bis jetzt verloren. Mensch, sind wir schlecht. So, was haben wir hier? Gepixelte Texturen. Oh, das sieht jetzt viel besser aus. Dimensionsstein passiert. War er schon immer so klein? Seit wieder am Spielbeginn. Ah, sehr gut. Können wir jetzt ein bisschen mehr, glaube ich, machen. Ah, stimmt. So. So. Drüben ist nichts mehr, nicht? Nee. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Gucke nochmal, ob wir da irgendwas noch haben. Hm. Hier ist wirklich nichts. Ich habe wirklich nur das Schwert hier. Angriff. Gut, also es wird wahrscheinlich hier nichts mehr sein. Von da oben kommen wir ja eigentlich. Mal sehen. Vielleicht bekommen wir jetzt noch Bomben und dann können wir den Anfang noch komplett hier zu beenden. Dass wir hier auch nicht mehr hin müssen. Weil hier ist das Schild. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht den Pfad im Osten. Genau. Aber ich gehe nochmal komplett zurück. Na, jetzt drückt doch. Geht auch. Und, bupp. Da hinten kann man lang gehen. Sieht so aus. Bupp. Hier sieht es aus, als wenn man lang gehen könnte. Na gut. Das ist nur für wenige Spieler. Ich werde aber zurückgehen, mal gucken. Ich habe auch irgendwo einen Speicherpoint, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir ihn. Der sieht geil aus. Gespeichert. Puh. Die Brücke ist hier. War nicht hier drüben auch noch eine Brücke? Eigentlich? Hm. Dann gehen wir mal zurück und gucken uns das mal ein bisschen an. Aha. Wir geben auch kein Herz. Was wir auch so dringend nötig hätten. Ich verstehe das nicht. Da war's. Manchmal macht das. Ja, komm, komm, komm. Ah, Mist. Ich weiß noch nicht, wie man das aktiviert. Ist noch ein Dimensionsstein? Ah, jetzt kommen wir hier. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, um euer Leben aufzufüllen. Oh ja. Danke. Was haben wir hier drin? Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Und was beinhaltet das jetzt? Wie kann ich jetzt zoomen? Das ist das Inventar. Das weiß ich ja. Ich probiere einfach mal alles durch hier. Mal wieder. Ne. Nein. Na gut, speichern wir erstmal. Und Angriff. Ja, ein Herzchen. Da hinten gehen wir auch noch lang. Erfolg rück ich mal hier lang. Hopp. Hopp und hopp. Hier ist nichts. Ah, die Grafik gefällt mir schon viel besser. Also wenn wir schon mal gucken, was wir vorhin hatten für eine Grafik und was wir jetzt haben. Das hat sich ganz schön geändert. Also Hut ab. Mal sehen, kriegen wir da Bomben? Wespe. Ach so.
Jetzt verstehe ich das mit der Kamera. Jetzt jedes Mal, wenn die Kamera, also wenn wir was öffnen, wechselt auch die Kamera. So ist das mit dem Zoom gemeint. Oh, da hinten ist noch was. Ich werde, glaube ich, gleich wieder abspeichern gehen und dann... Ah, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Stern, sehr gut. Aber wir sehen ein bisschen komisch aus. Wir sehen aus, als würden wir uns gleich heulen. Angriff, 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 Angriff. HD-Texturen. Oh, das ist doch mal geil. Ah, danke. Und... Huch, ein Stern. Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Jetzt habe ich es wieder gerichtet. Und jetzt geht's weiter. Yay, Mann. Ich hab doch gedrückt. So, hier ist nichts, oder? Bis auf den Stein ist hier nichts. Hm. Wahrscheinlich, weil wir die Gegner besiegen mussten. Hm. Honoria liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht ein gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Okay, gut, hier kommen wir halt weiter und ich werde jetzt nochmal zurücklaufen, den anderen Schmonsens da noch abfahren, was wir noch nicht gemacht haben. Ah, kann ich Steine bewegen oder wie? Geht das? Das muss ich mal irgendwie austesten irgendwo. Das auch bei den Bäumen? Hm. Muss ich mal gucken, vielleicht haben wir jetzt hier irgendwas übersehen. Aber mittlerweile habe ich eigentlich groß eigentlich alles abgeguckt. So, speichern wir schnell. Und wieder kämpfen. Oh. Ja. Diese Oktopoden oder was das sind. Dies hier ist nicht der Weg. Gehen wir stattdessen nach Süden. Ich will aber hier lang. Ich will, ich will, ich will. Mal sehen. Ich will aber noch ein bisschen was rumgucken hier. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere. Da warst du gerade. Wir sind aber schon weit gekommen. So, einmal speichern und weiter geht's. Angriff und tot. Jetzt auch nichts. Ich muss hier einfach mal ein bisschen durchgucken, weil ich will ja gerne alles, also versuchen, den Großteil zu zeigen. Alles werde ich natürlich wahrscheinlich nicht schaffen, weil dafür kenne ich das Spiel halt noch nicht so gut. Weil ich habe mir gerade mal ein paar Trailer angesehen. Das war's auch. Oh. Hier hinten war eine Truhe gewesen. Da hinten ist doch schon die Karte zu Ende. Na lustig. Hier unten ist noch ein Büschlein. Da ist ein Büschlein. So. Hier ist auch nichts mehr. Schade. Und von hier sind wir, glaube ich, gestartet. Dann sind wir hier lang. Hier lang. Na ja, gut, haben wir schon mal einiges geschafft. Und ja, wir haben 10 Minuten circa, ist eine Stunde voll. Hier waren wir auch schon. Wartet mal ganz kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Musst du kurz mal ein bisschen abhusten, ich will nicht extra ans Mikro husten. Kommt so ein bisschen doof. So, aber eins würde mich nochmal interessieren. Ich gehe nochmal in das Dorf dahin. So, das ist der Dimensionsstein. So, hier waren wir auch. Weil irgendwie müssen wir die Steine wegbekommen, nicht? Upp. Wartet nochmal kurz. So,
Vielleicht mache ich auch die Aufnahme ein bisschen länger, so dass ihr auch ein bisschen was für die erste Folge mehr habt. Mal sehen. So, ich kann auch nochmal speichern. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, diesen Stein. Das ist auch noch eine Truhe, die wir uns holen könnten. Da kommen wir nicht lang. Wir müssen unten lang. Das ist komisch. Gerade ein bisschen überfragt. Kommen wir hier drüben lang? Nein. Nein. So eine einzelne Truhe da. Gerade ein bisschen doof. Ja, ich weiß, ich laufe jetzt gerade bloß rum, schwing mein doofes Schwert. Geht auch. Ach ja, das Spiel gefällt mir wirklich. Weil es ist, ich habe jetzt eigentlich so viel eigentlich durchgemacht. Wir haben jetzt eigentlich so, wie die Grafik jetzt momentan ist, haben wir eigentlich den Standard jetzt so. So, und hier mussten wir weiter, genau. Was haben wir hier? Dreidimensionale Welt. 3D haben wir. Gut. Hier ist eine Höhle. Oh, die Noria. Die sehen alle genauso aus wie sie. Mine öffnet. Geöffnet. Jetzt könnt ihr Noria erforschen. Ist hier vorne irgendwas geöffnet? Nee. Hier ist eine Tür, die müssen wir da öffnen. Ja. Bossgegner. Aber wenn ich es nicht besser wüsste, ist das das Symbol für Bowser. Zerbrechliche Töpfe. Endlich. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Ja, ist mir klar, dass die verschlossen ist. Sieht man doch. Manchmal sind die Spiele wirklich idiotensicher gebaut. Und das ist Bowser. Keine Frage. Nicht, dass wir gegen den Bowser kämpfen müssen. Na, das wäre ja scheiße. Ich will nicht gegen Bowser kämpfen. Das ist eine olle Schildkröte. Bisschen zu groß geraten, aber naja. Druckplatten. Eins. Zwei. Offen. Da ist wieder so eine verschlossene Tür, sehe ich gerade. Also wie so eine Art zerbrechliche Wand, sagen wir es mal so. Roter Zauber. Siegen. Ha, den haben wir besiegt. Hier, da ist eine zerbrechliche Wand. Da will ich gerne ran. Ah, was haben wir hier? Fallenraum. Hoppla, vielleicht hättet ihr hier nicht reinkommen sollen. Ach, Schwachsinn. Okay. Und eine Truhe. So wie im echten Dungeon. Und was bekommen wir? Einen Schlüssel. Ratet mal wofür. Für eine Tür? Bob. Skelett. Ganz einfach. Dafür kenne ich die Spiele in- und auswendig. Kann man die schieben? Nee. Wäre vielleicht doch eine Idee gewesen. Ich mache noch ein bisschen länger. Mal sehen. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Mädchen, ich weiß.
Ha. Irgendwo ist etwas passiert. Schon wieder. Noch nicht. So. Labyrinth. Lauft immer nach links. Oder war es rechts? Na klasse. Ach Mensch. Tralali und tralala. Kriege ich die jetzt tot? Bitte die gerne töten, genau. Haben wir ein Schloss. Da haben wir eine Sackgasse. Autsch, einmal getroffen. Haben wir auch eine Sackgasse. Eieiei. Aber hier werden wir 100 pro Bomben bekommen. Dann werden wir zurückgehen und dann können wir die restlichen machen. Mal sehen. Schade. Ein Schlüssel wahrscheinlich. Ja, yeah, wir haben Schlüssel. Ratet mal wofür. Kennen wir ja schon. Und hier hinten ist noch was. Eine Karte? Ein Stern? Ein Stern! Yay! Das war mir nämlich schon klar, weil der ist nämlich ziemlich versteckt ist hier hinten. Aber wir haben keine Karte, nicht? Fällt mir gerade so auf. Ich will das Herzchen da haben. Schade. So. Aber unten ist noch ein Bossgegner. Also müssen wir erst hoch und dann runter. So wird es wahrscheinlich laufen. Mal sehen. Ah, die Musik erinnert mich an The Legend of Zelda. Link to the Past. An dem einen Level. An dem Palast, an den ganz großen Palast, Hyrule-Palast. Oder Hyrule, keine Ahnung. An dem Palast. So hört sich Musik an. Skelette sind schwer. Aber ich kann sie noch bekämpfen, das ist gut. Bup. Verschiebbarer Klotz. Sieht schwer aus, passt auf euer Rücken auf. Bup. Puh. Bup, bup, bup. Ja, jetzt, komm, her. Herz. Herz, danke. Eins. Und jetzt kommt die 2 dran. Hopp. Hier ist ein großer Raum. Ziemlich großer Raum. Hier wird noch was kommen. Zeige ich es nicht. Alle? Ja, der hat's abgesehen. Ha. Bisschen Cleverness muss dabei sein. Ha. So, Mann. Weiter geht's. HD-Interface. Leb wohl, reizende Pixel. Willkommen. Antialisierung? Ah! Jetzt sieht das viel besser aus. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Loch. Ja, in den Dungeon gibt es viele Löcher. So, ich muss den ins Loch schubsen. Ja, wenn er da hinten herumhängt, dann kann ich es nicht machen. Ha! Frag mich, wie wir nach vorne kommen sollen. Rechts oder links?
Alles war klar. Na los. Komm schon. Der ist weg. Ja. Beide weg. So, bupp. Mache ich heute mal ein bisschen extra längere Folgen. Vielleicht hebe ich mir eine Folge auf dafür. Mal sehen. Wirbelwind. Ein sanfter Wind. Nee, Fälle. Ah. So. Hier müssen wir wahrscheinlich immer durch. Ist weg. Ja, komm mir bloß näher. Was ist immer da unten? Was bist du da unten? Was bist du oben? Nerv nicht. Geh sterben. Oh. Kann ich wahrscheinlich schieben? Nein? Gut, jetzt aber. Lichträtsel. Ach ne, habe ich schon verkackt. Ja, das ist einfach. Da. Keine Truhe? Schade. So. Spikes. Klasse. Darf mich nicht von den Winden treffen lassen. Autsch. Autsch. Mal sehen, was haben wir drinnen. Einen Schlüssel. Ratet mal wofür. Ja, wofür mal wohl? Autsch. So. Jetzt. Na, Mist. Oh, wir haben jetzt anderthalb Leben verloren. Das Rätsel haben wir auch schon durch. Na, jetzt gleich durch, wir müssen hier zurück. 3, 2, 3, 2, 3. So. Können wir da nicht einlösen? Dann müssen wir ein bisschen weiter zurück. Ins Loch will ich nicht fallen. Eieiei. Ich frage mich, wie weit das hier noch geht. Weil ich würde gerne einen kleinen Stopp einlegen. So. Aber es macht wirklich viel Spaß. Also. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Oder wie jetzt? Wir müssen doch nicht zurück. Das könnte aber abschmieren. Über dem Ehenweg war doch noch was. Oder finde ich da erst einen geheimen Schalter dafür, oder wie? Irgendwo war jetzt hier noch was. Eieiei. Hier ist noch was. Würde ich hier gerne ran. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich durch, zurück. Oh, Mensch. Ich habe hier wirklich irgendeine Kleinigkeit vergessen. Ja, wie man da rankommt, keine Ahnung. Ach, Menno. So. Dann ab nach... zurück nach Hause. Man weiß es nicht. So. Hier durch, da durch. Hier lang, hier runter, da lang, bumm, dort lang,
hier lang, dort lang, da lang, hier rum, darum. Boing, wir sind auf dem Festland. So, das Ding ist ja noch zu beheben. Bomben haben wir auch noch nicht. Da hinten ist noch eine Kleinigkeit, wo wir die Bomben brauchen. Müssen wir uns merken, die Stelle. Was haben wir hier hinten noch? So gut wie nichts. Frag mich, wo lang wir müssen. Ah, jetzt kommen wir hier an die Truhe. Ein Stern. Yay. Gut, wir müssen wirklich mal ab und zu zurück, um das Zeug zu holen. Hier und hier vorne ist nichts passiert. Hier ist noch der Bosskampf. Anscheinend will man mir sagen, dass ich hier, dass es hier dann gefährlich ist. Also gut. Und hier lang. Hä, wo soll ich denn den Schlüssel einlösen? Hä? Hier drüben ist nichts, hier drüben ist nichts, hier drüben war das. Hä? Fragezeichen. Hier ist das. Dieser komische Raum. Denn hier rüber komme ich nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich was mit diesen Statuen zu tun haben. Hm. Komisch. Ist hier hinten vielleicht noch was? Nö. Eieiei. Das kann ja heiter werden. Heiter, Pupeiter. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hinten ist sowieso nichts, hier hinten war bloß das eine. Hä? Ich kann doch nicht irgendwas verpasst haben. Oder ist bei den Winddingern noch irgendwas? Hm. Ich irre gerade rum wie so ein Troll. Der nicht weiß, wo er hingehört. Hm. Da ist nichts. Oh, hier haben wir ja auch nichts. Hier ist bloß das. Das, das. Ja. Ich habe echt keine Peilung. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt das speichern soll. Ansonsten muss ich später nochmal bis hierher laufen. Und dann muss ich dann nochmal eine Aufnahme machen. Aber ich gucke jetzt erstmal noch ein bisschen, ob ich weiß, wo der Schlüssel reinpasst. Weil wir müssen ja nochmal zurück. Da sind ja auch noch Kisten am Anfang. So, nächstes. Ja. Jetzt will ich mal gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Hier unten ist nichts. Ach, hier. Ach, Mensch, bin ich doof. Ah, ich renne genau vorbei. Ja. Bei Speicherpoint, sehr gut. Lava. Das hier verwandelt sich in keinen Obsidian. So, ich gucke nur kurz. Achso, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Pass auf, wo du hintretest. Gut. Das lassen wir für das nächste Mal. Dann würde ich sagen, wenn euch die Aufnahme, auch wenn das Let's Play allgemein von Evoland, wenn es euch gefällt, würde ich mich gerne über einen Daumen hoch freuen. Und für alle Nicht-Abonnenten, wenn ihr davon mehr sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dann wisst ihr auch immer Bescheid, wann was Neues kommt. Und ja. Wie gesagt, erste Folge wird wahrscheinlich für euch länger sein. Die zweite Folge wird dann halt wieder standardmäßig bei 30 Minuten bleiben. Und ja. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das Game bis hierhin? Findet ihr das scheiße oder es ist öde? Oder was weiß ich, ja, es ist super. Oder es ist so atemberaubend, dass ich das halt weitersehen will oder dass ich es auch gleich alleine spielen würde. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich gerne mal interessieren, wie ihr das Spiel findet, weil meine Meinung dazu ist, das Spiel ist
für mich eigentlich von der Aufmachung her eigentlich ein ganz solides Spiel. Bis jetzt eigentlich keinerlei Macken, außer dass man halt immer hin und her rennen muss. Aber das gehört zum Spiel dazu. Gut, dann bin ich jetzt raus. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, Kommentare schreiben, kommentieren, abonnieren. Wie gesagt, und ich bin jetzt weg. Also dann, ciao, ciao.